Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Wir bauen heute eine Vierkantgarnitur, die wurde mitgebracht hier von einem Kunden in dieses wunderschöne Mieverein. Den Ausbau habt ihr ja im letzten Video schon gesehen. Und wen es interessiert, wie es funktioniert, der bleibt einfach dran. Reinet, Fachvideo, nichts links, nichts rechts. Gucken wir mal. Er hat sich entschieden für eine ganz einfache Vierkantgarnitur Stahl, wahrscheinlich Pieper oder so ist der Hersteller, ich weiß es nicht genau. Oder Amar, das ist ein indisches Produkt. Halt, weil es ganz günstig, low 9 Euro oder 10 Euro kostet die im Netz. Circa doppelte beim Fahrradladen. Im Fahrradladengeschäft. Was ganz normal ist, nicht drüber wundern, es ist halt so, man muss was dran verdienen. Und man ist nie so billig wie das Netz. Tretlager ist made in Germany, steht drauf, thun.de. Ja, da könnt ihr mal auf die Internetseite gucken. Ist ein effizient Jive 127 mm Durchmesser, 40 mm Presslager mit Vierkantaufnahme. Oh, ich habe ja noch die Schmiere vom Ausbau dran. Oh, da ist ja fake. Oh, macht er ja nicht am nächsten Tag. Macht er ja gleich hintereinander. Oh, der will nur Geld verdienen. Nee, ich will einfach die Klicks präzise positionieren. So, warte mal. Also, wer eben nur den Ausbau sehen will, guckt sich nur den Ausbau an von der Keilgarnitur. Wer den Einbau sehen will, der schaut sich den Einbau an. Wer beides sehen will, schaut sich halt beides an. Also. Wir haben eine feste Seite, eine lockere Seite. Fest rechts, lose links, fertig ist der Lack. Dann haben wir zwei Kettenblattschrauben, Kettenblatt. Dann haben wir zwei Tretlagerschrauben, so rum, Tretlagerschrauben. Inbus, die haben wir auch noch mit dabei. Geht los, die Seite. Setze ich erstmal hier unten an. So, schaut mal hier, setze sie einfach hier rein und presse sie ein. Das ging übrigens viel zu leicht. Ja? Also so leicht darf es nicht gehen. Dann haben wir hier noch so ein Schlagstück. Das setzen wir hier drauf und dann hauen wir da einmal drauf, damit es richtig plan sitzt. Eins sei dazu gesagt, ich bin nicht wirklich der Freund von diesen Plastiklagern. Alles, was Kunststoff ist, widerstrebt mir so ein bisschen. Ich würde mich freuen darüber, wenn sie Stahlschalen daneben würden. Warum sie die nicht nehmen, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Warum nicht? Warum gibt es sie nicht mit Stahlschale hier außenrum? Warum kann das nicht Stahl sein? Es wäre so schön. Es passt rein, verhackt sich schön und das war's. Kunststoff wird doch weich und arbeitet sich so ein bisschen raus. Das fände ich nicht so toll. Ich gebe ihm jetzt noch einen kleinen Schlag auf den Kopf, sozusagen. Ja. Könnt ihr das sehen? Hier, zack, einmal so und das war's schon. Mehr darf man da nicht machen, offensichtlich. Die andere Seite rein. Au, die andere Seite ist hart, auf alle Fälle. Merke ich schon. Ja. Hier rauf, Pressstück, rauf. Und man kann es jetzt einpressen, ja, wenn man zwei Pressstücken hat und einen großen Schraubstock, dann macht man und leiert das Ding zusammen. Oder man macht es halt mit dem Gummihammer, treibt es ein. Ich entscheide mich für die Hammermethode, weil ich so einen großen Schraubstock nicht habe und mein zweites Pressstück auch nicht mehr da ist. Schaut doch mal von oben zu. Und so schlimm ist es nicht. Jetzt haben wir immer hier. Perfekt, ist drin. Das war's schon. Und jetzt kann die Vierkantkurbel montiert werden. Kette drauf. Fertig. Dazu nehme ich ein bisschen Fett auf den Vierkant. Nicht wundern, das mache ich immer so. War immer ein bisschen Fett, Fett, Fett. Ja, ein bisschen Fett muss sein. Dann nehme ich diese Garnitur, setze die an,
Die fantastischen Schrauben. Schraube fest. Jetzt die hier. Auch noch verschoben. Abdeckung rollen. Läuft. Die Wackel hier. Hört er mit? Hat er eigentlich gesagt, nicht links, nicht rechts, aber von wegen. Hier. Das ist die Klappe. Das ist der Steuersatz. Oh, da wäre ich ja irre. Wieso ist der locker? Die ganze Gabel wackelt hier im Steuersatz. Mann, so kann man doch nicht fahren. So, der Einbau ist schon getan. Jetzt nehmen wir uns noch zu guter Letzt die alte Garnitur und die Pedalen hier runter. Von der alten Garnitur. Die schraube ich ab. Kommt ein bisschen Fett aufs Pedalgewinde. Perfekt. Dann lege ich die Kette auf. Und mein Job ist eigentlich getan. Oh, da gibt es einige Mängel aber dran. Okay, das war auf alle Fälle der Einbau von einem Vierkantlager hier. Das muss nach 100 Kilometern circa nochmal nachgezogen werden, hier die Schrauben links und rechts. Und beobachtet werden natürlich, ob die Schalen sich hier rausarbeiten. Sollten sich die Schalen rausarbeiten, kann man das eigentlich nur mit Einkleben nochmal verhindern. Oder man geht halt los und holt sich so eine alte Miefer-Garnitur in tippitoppi neu. Presst sie ein und das war's. Also sprich Stahlschalen, die man da reinpresst und das war's. Das läuft dann. Ja, soweit von mir hier und wir sehen uns nächstes Mal wieder im nächsten Video und macht es gut. Bis dann, ciao, sagt der Tommy. Viel Erfolg beim Basteln.